Die Anfänge der Mali-Fahrt reichen eigentlich 4 Jahre zurück. Vor 4 Jahren war ich mit einer Gruppe in Niger, im Nachbarstaat Malis. Und da habe ich eine Entwicklungshelferfamilie kennengelernt, die Familie Knapp, die dort tätig war und inzwischen weitergezogen ist nach Mali und zu der der Kontakt seither nicht abgerissen ist. Und speziell die Frau, die Monika Knapp, hat Deutschland inzwischen mehrmals besucht. Und vor 2 Jahren ungefähr fragte sie an, ob ich nicht Lust hätte, mal wieder mit einer Jugendgruppe nach Afrika zu kommen. Und ich muss sagen, ich hatte Lust. Das war eigentlich der Anfang der Mali-Fahrt. Dann dachte ich, dass die Teilnehmer aus meinem Leistungskurs Erdkunde kommen könnten. Und der Erdkundekurs war zunächst auch ganz angetan von der Idee. Es gab da 2 Schüler, die hatten schon von der Nigerfahrt mitbekommen und waren relativ heiß darauf, nach Afrika zu fahren. Und im Laufe der Zeit bröselte aber das Interesse etwas ab. Und letzten Endes blieben 3 Schüler übrig, die wild entschlossen waren, mit mir nach Afrika zu fahren. 3 Schüler waren natürlich zu wenig, also mussten diese 3 sich auf die Suche machen an der Schule und weitere an Land ziehen, und das ist ihnen auch gelungen, sodass wir schließlich 8 Schüler mit mir, insgesamt 9 Personen waren, die bereit waren, nach Afrika, nach Mali zu fahren. Dann tauchte als nächstes Problem auf, wie finanzieren wir das Ganze? Die Fahrt würde über den Daumen gerechnet 2500 Mark kosten, natürlich viel zu viel Geld für Schüler. Wir mussten also öffentliche Gelder als Zuschüsse bekommen oder private Sponsoren finden. Und da sah es zunächst lange Zeit sehr finster aus, überhaupt etwas zu bekommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Fahrt stattfinden könnte, bewegte sich immer mehr gegen Null. Meine letzte Hoffnung war dann die Schulrätin in Spandau, die für unsere Schule zuständig ist. Da hatte ich erfahren, dass es ein Programm gibt, fremde Kulturen erfahren. Und da dachte ich, da müsste doch unsere Reise genau reinpassen. Und sie tat es auch. Und die Schulrätin Frau Pape war sehr angetan von unserem Projekt und versprach, sich dafür einzusetzen. Und das klappte auch. Und wir haben 800 Mark pro Person Zuschüsse bekommen, sodass die Fahrt grundsätzlich damit erstmal gesichert war. Dann stieg auch noch die Stiftung Umverteilen ein mit einem Zuschuss, sodass die finanzielle Seite geklärt war plötzlich und für die Schüler die Fahrt im Endeffekt nur noch 1000 Mark kostete. Nicht viel Geld für eine Fahrt nach Mali. Das nächste Problem war dann, wir brauchten noch eine ganze Reihe von Impfungen. Da kam auch noch mal einiges zusammen. Es musste viel vorbereitet und geplant werden. Aber der wichtigste Punkt ist, dass man von Deutschland aus so eine Fahrt eigentlich gar nicht organisieren könnte. Ohne die Mithilfe, die Unterstützung von malischer Seite aus durch diese Frau Knapp wäre das Ganze nicht zustande gekommen. Denn sie hatte die Kontakte vor Ort und konnte uns private Unterkünfte in Dörfern und anderswo vermitteln und hat auch das Programm in Mali selbst zusammengestellt. Tja, was soll ich mehr dazu erzählen? Den Rest zeigen die Bilder. Hier sehen wir die Fahrtteilnehmer. Die Namen in grün-gelb-rot haben wir in Mali erhalten. Los ging es mit der Aeroflot von Schönefeld über Moskau in die Hauptstadt Malis, Bamako. Thank you.
In der ersten Woche haben wir in Bamako bei Sidi So, einem Freund von Monika, gewohnt. Hier stellen wir euch sein Haus vor. Entschuldigt bitte die beschissene Bildqualität. Da hinten sind die Duschen, aber es ist jetzt unerheblich. Jetzt können wir mal die Treppen hochgehen. Nein, jetzt gehen wir erstmal ins Zimmer rein. Also das hier ist die Küche. Hinten. Und das hier ist Jule. Hallo, hallo. Ein Zimmer und so weiter. Erstens hier, also hier haben wir, wie gesagt, die Sachen verstaut. Das ist hier einfach ein bisschen durcheinander. Wir werden jetzt einfach mal hochgehen. Nein, jetzt haben wir noch die Dusche. Die Dusche. Und den Hund. Komm ich hier rein. Reiner Zippe, verstehst du? Ciao. Die Zigarette. Und ciao. Ciao. So viel, wo waren wir hier? Wasser. Hund. Grüß dich. Wie heißt denn der Kleine nochmal? Der heißt doch auch irgendwie. Okay, hier haben wir die Dusche. Cleo? Ja. César. Okay, das ist unsere Klo, das ist unsere Dusche, davon gibt es zwei in der Bauart. Und jetzt hier ist César, der war am Anfang ein bisschen aggressiv, aber das ist ein softer Kerl. César, friedlich. Okay, jetzt gehen wir hoch, weil César ist halt schlecht drauf. Rainer, mach mal Mut. Wie gesagt, gehen wir erstmal die Treppe hoch. Hier, jetzt ist die Treppe. Okay, geh mal vorbei, dass du die absolute Optik hast. Dieser, Jetzt haben wir hier so ein Waschbecken noch da unten. Wand. Oh, hier geht jetzt die Treppe weiter hoch. 1, 5, 8, 7, 9. Jetzt kann man hier vielleicht ein bisschen runterfilmen. So ein Stück, was hier hochgegangen sind. Das ist da unten halt alles. Ne. Jetzt gehen wir hier weiter hoch. Und dann ist da mal wieder CD natürlich. War ja klar. Das sind halt die Moskitonetze. Hier sind die ganzen Moskitonetze aufgehangen, wie man sieht. Und nachts haben wir auf Matratzen, so dünnen Matratzen gepennt. Hier sieht er das Fußballstadion in Bamako. Fußball steht als Sport in Mali an erster Stelle. Im Hintergrund seht ihr den Fluss Niger, der durch diese Stadt fließt, die ca. 1 Million Einwohner umfasst, welche überwiegend in Lehmhäusern leben. Es
Es gibt weniger asphaltierte Straßen, sodass die Autos auf holprigen Sandwegen hin und her schaukeln. In Mali leben ca. 80% der Menschen auf dem Land, da es in der Stadt keine bedeutende Industrie gibt. Unseres Aufenthaltes in Bamako haben wir uns mit Monika und Johannes knapp getroffen. Johannes hier im Bild zu sehen und rechts von ihm Monika haben uns von der konkreten Entwicklungsarbeit und den entsprechenden Problemen erzählt und unsere Fragen beantwortet. Haro Arndt, der deutsche Botschafter in Mali, lud uns zu einem Gespräch ein, um über die politischen und wirtschaftlichen Probleme Malis zu reden, beziehungsweise die Rolle, welche Deutschland dabei spielt. Manchmal ein bisschen wie bei Karl Heine, bei weitem ist es romantisch. Ja, wir haben insbesondere unsere Anstrengungen verstärkt seit dem Beginn der demokratischen Reformen hier. Es gibt eindeutig so etwas wie eine Demokratie, die wir hier wollen. Zum Abschluss unserer Tour durch die offiziellen Einrichtungen waren wir in der GTZ-Zentrale in Bamako. GTZ bedeutet Gemeinschaft für technische Zusammenarbeit. Okay, also ich begrüße euch sehr herzlich zum hier im Büro der GTZ. Ich will eigentlich ganz wenig jetzt nur sagen. Ich glaube, am Anfang sind die Eindrücke auch alle so stark und so viel. Vielleicht sagt man sehr schnell auch dann ermöglichen, Fragen zu stellen. Die GTZ hat 1600 Auslandsmitarbeiter und in ihrer Zentrale in Deutschland 1200 Mitarbeiter. Und die GTZ führt Projekte im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland durch. Projekte der bilateralen technischen Zusammenarbeit. Viele Fragen wurden noch nicht gestellt, da wir einen anstrengenden Tag hinter uns hatten. Wir flüchteten, wie eigentlich immer in der großen Mittagshitze, auf Sidis Balkon. Nico! Hä? Was ist los, Patrick? Guck mal den Himmel an. Ziehen wir rein. Kann man schon trinken, das Wasser? Ja klar, das kann man trinken. Mann, du brauchst, ob da noch Getränke drin müssen. So eine Stunde Wirkungszeit.
Ey, den können wir auch so trinken. Ja, hier. Das ist von der Terrasse aus, von unserem schönen Haus nach hinten. Das sind wir, früh am Morgen. Und das ist Sidi. Hier die Aussicht vom Restaurant mit dem besten Essen in ganz Mali, Kilometer 13. In der zweiten Woche wurden wir auf drei Dörfer aufgeteilt. Steffi und Anja waren in Irimajo, während Henrik, Jule und Patrick nach Samaya fuhren. Wir mit Nico, Rainer, Khaled und Jürgen auf dem Weg nach Tienfala. Jürgen war jeweils zwei Tage bei einer Gruppe. Und hier die herzliche Begrüßung in Tienfala.
Palast in Palaiki. Mama Traore. Asante. Netogo Nicola. Ah, Netogo, Mama Traore. Asante. Bene, bienvenido. Mama Traore. Kale, César. Tu vas bien. Le grand maître. Mama Traore. Antle na herala, alibi alakan shi herala. Alaka hamina ko nya. Alaka ambe ni nyogon chamama. Ni almamu na lemfleni. Abadon nu tanga jamana mugoy. Muye nu seya ni kanudo. Bo alibi alaka barka do ni kanuna. Tunga uka polisi chemfla bugu saba ndema. Chemfla chemfla fla ani jingoni. Ukumbena kumbe choko mina akira ni soja e mi utisaka ina awale kwa kongo foli di auma kauni cha ani baraji alor kwa alibe alaka antonyo wanyi alor ukon fene mana bachi fuhi la unana teri asrade la kana buwa anfea kana an laje kana anke choko laje yalu unasoma sama sura akono otma kuma antena janya ble ni foli de kasi alors demana demana dubu saba mgoma ore do hakito wala salama no borai on na ku yo kola ikado dubu saba muso le falaka kuma de honor de pas de pambe tradela e pande minu na naka na banye Kadi araje. Kame dua utalui. Koka ko almani ka sey anno. E ko ni la kanune do. Ni ya uyando ntoka mande ya to uyando. Koka minani ntoka mande ya do mi kama tigala. Wat mambo barikade ale follow e. Ananje rafe bela jema Otma na wola de unna na kan yin yaju anodu ko na ya Kambo foli ku ya fara tina kuma cha ya muso bela jele ka kuma de do Ku na li diara nya ku ki bismillah Ko fe mu mun na to soro kanu ta to soro Ode ala sago sila me usago Aya Liebe Bürger von Tienfala, wir freuen uns sehr, dass ihr uns eingeladen habt, eine ganze Woche lang. Wir sind begeistert von dem Empfang, den ihr uns bereitet habt und sind gespannt auf die Zeit, auf die Tage, die wir hier bei euch wohnen dürfen und hoffen, dass wir viel miteinander zu tun haben werden, viel miteinander machen können und dann reich beschenkt von euch nach Hause fahren, wieder nach Deutschland. Vielen Dank für die Einladung. Und wir wünschen uns alle eine schöne Zeit bei euch. Aber abe hatatu. Ani fossa ya fo alman kandela. Na alman kan ko wana ngau binyo ko soro ni frambajo du ne o dora ko ni wonto. Ko ka fain. Olu kon fena mala kwa jwo la ko. Ko ni ni fain de saka kan. Kana anga nyongondo nyongondo kon nana ko ko chambi se ka bola
Hier sehen wir einige Eindrücke aus dem Dorfleben in Samaya. Unser Haus vorstellen. Jetzt gehen wir mal hier rein. So, was haben wir hier? Haben wir Jürgen, Monika und Rudel. Stellen die so hin und her? Also, da ist Hendrik, das ist das Vorstellungshaus. Und da ist unser Wasser. Jawohl. Das ist meine Arbeiterhand, wenn du mal bitte schauen möchtest. Ja, jawohl. Da, guck, vorbildlich. Meine Arbeiterhand. Handarbeit. Hm, ja, ja. Und dann sind das unsere Moskitonetze. Sehr interessant. Toilettenpapier. Unbedingt samtig. Mhm. Oder auch nicht. Oder auch jetzt auf die Kacke. Oh la la.